Yomi Baduya, liebe Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir haben uns für heute vorgenommen, mit Duke ein bisschen mit den Sticks zu arbeiten. Wir starten jetzt aber erst wieder mit der Trense zum Lösen und natürlich, um nur mal sicher zu gehen, weil Duke einfach so sicher an den Sticks noch nicht ist. Wir starten jetzt erstmal mit relativ viel vorwärts-abwärts, dass er sich erstmal schön aufdehnt im Rücken. Eine zusätzliche Sache, auf die ich im Moment sehr achte, ist, dass ich meine Hände etwas mehr geschlossen halte, weil ich mir einfach so ein bisschen angewöhnt habe, meine Hände beim Reiten offen zu lassen. Ist einfach so eine blöde Angewohnheit, die, glaube ich, jeder Reiter ganz gut kennt, genauso wie ständig auf den Hals zu gucken. Aber bei Duke kann ich mich davon jetzt noch nicht lösen, weil ich zu viel sehen muss, was gerade passiert. Und ja, bei Joey achte ich da im Moment besonders drauf, nachdem ich das in meiner Reitabzeichenprüfung so toll demonstriert habe, wie man es nicht macht. So, Duke braucht jetzt erstmal ein bisschen, um sich im Trab wirklich zu lösen, weil der hat so ein bisschen Arthrose-Thema. Und gerade im Winter brauchen die Pferde da dann einfach ihre Zeit am Anfang, bis die wirklich ordentlich laufen. Prima, großer. Gut, dass mir gerade aufgefallen ist, dass ich einfach nicht gegurtet habe und mein Sattelgurt komplett am Schlackern war. So, Herr Duke. Boah, ich bin jetzt schon nass geschwitzt und kann nicht mehr. So, wir haben uns jetzt schon mal ein bisschen gut eingecruised. Wir galoppieren jetzt noch mal eine Runde auf beiden Seiten. Und wenn das gut klappt, bereite ich ihn mit den Sticks vor und reite dann noch eine Runde mit den Sticks. So, gut. Ich komme gerade mit dem inneren Schenkel auch gar nicht durch. So, jetzt aber. Was ich jetzt natürlich vergessen habe, ist vorher meine Bremse zu kontrollieren. Aber fragen wir doch jetzt einmal die Bremse. Die geht safe. Gut, großer. Dann gehen wir rechts rum weiter. Wechseln jetzt einfach einmal quer durch den Zirkel. Gut, dass ich jetzt einfach erstmal so ein bisschen die Lenkung anfrage. Einfach das Gefühl wieder für ihn bekomme. Brav, weil er geht halt heute nicht ganz so locker. Heute machen wir generell so ein bisschen Piano, weil er gefällt mir heute im Rücken und in den Beinen nicht ganz so gut. Das heißt, er braucht natürlich trotzdem seine Bewegung. Aber da muss ich es dann natürlich mit irgendwelchen sportlichen Meisterleistungen hier echt nicht übertreiben, sondern reite einfach schön schonend. So, jetzt wollen wir gleich mal ein bisschen traben. Dabei ist mein Ziel, dass er den Kopf runternimmt. Sobald er das tut, pariere ich ihn durch, gebe ihm eine Pause. Oh, das mache ich jetzt schon einmal im Schritt. So, jetzt muss ich mich auch total konzentrieren, dass ich mich nicht, oh, meine eigenen Worte hier schon wieder vergessen. Direkt anhalten, weil der Kopf war unten. Ich muss mich total anstrengen, dass ich beim Trab mich direkt ordentlich reinsetze. Weil wenn ich mich leicht machen will, was mit Sattel ihm hilft, mache ich es ihm jetzt mit dem Reitkissen und dem Lammfell relativ schwer. Einfach, weil ich ja dann in der Hüfte nach vorne kippe. So ist er brav. So, jetzt treibe ich ihn wieder an. Erst halte ich ihn außen, ja, ein bisschen mehr. So. Und jetzt direkt nach hinten mit der Hüfte. Das war besser. So, jawohl, prima. Oh. Da pariere ich ihn direkt schon wieder durch. Oh, halte ihn auch an, weil er jetzt im Schritt schön ist. Gut. So, jetzt möchte ich auf der rechten Hand natürlich auch noch mal den Trab sehen. Wieder nach hinten mit der Hüfte. So, ja. Gut, jetzt möchte ich aber ein bisschen länger das Head Down haben. Mein Sattel hängt auch komplett auf 7/8. Ist egal, der ist ja weich. Mein Sattel ist komplett rechts. Aber es ist egal, weil ich habe noch das Kissen drunter, was die Wirbelsäule frei hält. Und mein Fellsattel ist nur auf dem Kissen verrutscht, deswegen ist es wurscht. Jetzt frage ich auch gleich einmal den Galopp oder versuche es, falls er mir heute reinkommt. Es kann natürlich sein, dass ich ihn gar nicht reinkriege. Dann greife ich jetzt aber einmal in den Sattel. Ja, weil beim Angaloppieren ist halt mein Problem, dass ich ihn nicht sitzen kann. Nicht ohne Sattel. Also selbst mit Sattel ist es schwer, weil sobald er den Kopf hochreißt, macht er den Rücken fest und lässt mich nicht sitzen. Riemchen. Ja, das war besser. Und wieder Schritt. So, gut. Jawohl. Gut. Und wieder Schritt. Komm, 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 komm. Jawohl.
Wow. Wow. Gut. Und jetzt mal. Gut. Und. Jawohl. So. Gut. Wow. Gut. Und noch einmal, weil das war eigentlich schon ganz gut. Aber das geht noch ein bisschen schöner. Okay, und. Jawohl. Wow. So, okay, besser kriegt er den Galopp heute nicht hin. Deswegen ist das in Ordnung. Er ist gut gelaufen, das gefällt mir so. Von daher hat er es jetzt geschafft. Gut, mittlerweile brauche ich eigentlich gar nicht mehr sagen, er ist nicht so safe. Er ist eigentlich mega safe. Also mit Sattel sowieso. Ohne Sattel ist nur der Reiter, der irgendwie ins Trudeln kommt. Und nicht Juri vom Hocker schubsen, das ist doch fies. Na komm, Herr Klaus. Nicht jetzt den Hund, ach Mann. Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke oder doch bei Joey oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.